Hi, Mr. Heisbauer. Nice to meet you. Dzień dobry. Witam. Hallo. Gnaden Kolt, hoş geldiniz. Dobar den, gospodine. Dobrodojdete vo našata firma Kolt. Die Kolt GmbH in St. Martin im Innkreis ist für Technikbegeisterte aus rund 7 Nationen ein begehrter Arbeitgeber. Doch die heimischen Talente verlassen das Innviertel immer häufiger wegen ihrer Ausbildung und ihrer Jobs. Um sie nach der Ausbildung wieder für eine Rückkehr zu begeistern, hat die WKO Ried gemeinsam mit regionalen Leitbetrieben Coming Home ins Leben gerufen. Kolt-Geschäftsführer Christoph Schöndorfer diskutiert diese Initiative mit WKO-Bezirksobmann Josef Heisbauer. Ich bin selbst hier in der Region aufgewachsen, mit 18, 19 Jahren dann nach Wien gegangen, habe dort Physik, technische Physik studiert und war dann nur eine Weile an der TU beschäftigt und habe mir zu der Zeit gar nicht denken können, hier zurückzukommen. Ich bin jetzt seit knapp 5 Jahren hier Geschäftsführer bei Kolt, das ist eine Ausgründung aus der FACC. Wir führen hier ganz, ganz wichtige Zulassungstests, Zertifizierungen, Analysen durch für FACC, aber auch für andere große Kunden, sind Namen dabei wie Airbus oder BMW. Und wir stellen sozusagen sicher, dass die Materialien, die verbaut werden, die Bauteile, die entwickelt und gefertigt werden, dann auch den Sicherheitsstandards entsprechen, die wir halt zu Recht voraussetzen dürfen. Coming Home schafft mit unterschiedlichsten Maßnahmen in Universitätsstädten wie Wien und Graz Bewusstsein dafür, dass die Region beste Karrierechancen und hohe Lebensqualität bietet. Der Werdegang von Christoph Schöndorfer hat natürlich für das Innviertel Vorbildcharakter. Da wir vom demografischen Wandel ganz besonders betroffen sind, müssen wir versuchen, unsere Region für Fachkräfte attraktiv zu machen. Und genau für diese Personen haben wir die Initiative Coming Home ins Leben gerufen. Wir haben verschiedene Aktivitäten dort geplant. Das heißt, wir wollen zum Beispiel Innviertelbotschafter etablieren, die über das Innviertel sprechen, gut sprechen. Wir haben Börsen für Projektarbeiten oder auch Praktikumsplätze bei Innviertler Firmen geplant. Wir werden alles unternehmen, um unsere Talente zurückzuholen und die Dynamik des Innviertels abzusichern.